Wir befinden uns hier auf der Steinbüdischer Straße an der Kreuzung Ecke von Groningenstraße. Hier ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen mit Personenschaden. Vor Ort befand sich auf dem Zebrastreifen mehrere verletzte Personen am Boden, die offensichtlich durch einen Verkehrsunfall geschädigt wurden. Ja, nach Zeugenaussagen ist ein Fahrer in einem schwarzen Jaguar die Steinbüdischer Straße runtergefahren und wollte in den von Groningenweg abbiegen oder in die von Groningenstraße. Aufgrund nach Zeugenaussagen überhöhter Geschwindigkeit hat er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Rechtsabbiegerspur ab und fuhr auf die Verkehrsinsel und stieß dort zusammen mit einer Personengruppe, die sich dort befand. Also es befand sich eine Mutter mit zwei Kindern auf dieser Verkehrsinsel, ein Kleinkind davon im Kinderwagen, ein weiteres Kind an der Hand der Mutter. Die Mutter und das Kleinkind an der Hand sind von dem Fahrzeug erfasst worden. Ein weiteres Kind hat auch Verletzungen davongetragen. Diese drei Personen befinden sich zurzeit zur Abklärung des Verletzungsstatus im Krankenhaus. Die Polizei Köln wird mit Hilfe des Unfallaufnahmeteams professionell jetzt nun diese Unfallstelle hier sichern und alle Spuren sichern, die den Tathergang rekonstruieren können. Der Unfallfahrer wurde von einem Zeugen in einem Fahrzeug, welches sich dahinter befand, verfolgt. Dieser unterrichtete die Polizei fortlaufend über den Standort des Unfallflüchtigen und dieser konnte dann an seiner Wohnanschrift durch die Polizeibeamten festgenommen werden, vorläufig festgenommen werden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Tatverdächtige zur Entnahme einer Blutprobe einer Polizeiwache zugeführt wurde. Eigentlich fast mehr oder weniger direkt auf den Punkt zu.